Missionswerk Jesus responde al mundo de hoy bringt die Hoffnungsbotschaft mit Redner Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, chance dort Wut aufkommst, andere sei Eifersucht. Aufkommst kann der Mensch in eine ganz falsche Richtung leiden. Wir finden in Apostelgeschichte 5, 17, dass der religiöse Menschen anfangen Aufkommst zu haben. Sie werden aufjänstig, dort die Apostel predigte, dass die Menschen sich bekehren, dass Gott Wunder deiden. In der Aufkunft, dass es in dieser Jahrst, der im Alten Testament angeredet wird, vorgen jaftet Aufkunft zwischen Koppels, Aufkunft, dass ein anderer wird besser kann als wie, oder dass sie dem anderen mehr würde teilen als uns. Und dann kommt in unserem Herzen Warnen von Aufkunft, von Eifersucht. Und dort ist in sehr beiset Lauster. Dort mag, dass wir die Gemeinschaft verlieren, dort wir blind sind, und wenn wir die Entscheidungen, die wir dann trafen, dort sind dann meistens falsche Entscheidungen. Das ist nicht das Rechte. Wir tun uns weh, wir tun den anderen weh, wir tun Gott weh. Aber Jesus ist auch gekommen, um uns frei zu machen von der Aufgabe. Der religiöse Leiter, der trafen dann falsche Entscheidungen, weil sie Aufgabe in ihrem Hut hatten. Vielleicht haben du und ich vorhin auch im Leben falsche Entscheidungen getroffen, bloß weil sie Aufgabe hatten. Habe je in dem nächsten geredet, über dem nächsten geredet, schlecht gesagt, weil sie in Wirklichkeit hat wie Aufgabe in unserem Hut. Herr Jesus, wir kommen in den Bechanen, dort wir vorhin aufjänstig gewesen sind. Dort wir vorhin Eifersucht in unserem Hort gehabt haben. Wir haben andere Menschen weggetan und haben uns selbst weggetan. Und von daher, da wir bußen, wir bekennen unsere Sünde. Wir beten dir, Herr Jesus, verzeih uns diese Sünde von der Aufgabe und mach uns frei von dem bösen Geist. Das bete ich in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.